Name ist Olaf Möller. Ich bin einer von drei Vorständen vom Regenbogenfonds der Schwulen Wirte e.V. in Berlin. Wir veranstalten seit 1993 das größte lesbisch-schwule Stadtfest Europas, und zwar hier in Berlin im Nollendorf-Kiez, im Homo-Kiez von Berlin. Stadtfest hier in Berlin ist das größte schwul-lesbische Stadtfest Europas mit ca. 350.000 Besuchern und findet immer eine Woche vorm CSD, vorm Pride in Berlin, Mitte Juli statt. In diesem Jahr, Corona hat uns alle richtig schwer erwischt, kann es natürlich nicht stattfinden. Wir mussten es absagen. Die ganzen Bars, Clubs etc. hier in Schöneberg, berlinweit, deutschlandweit haben auch geschlossen mit zum Teil existenziellen Folgen. Ganz schlimm getroffen sind die Bars, gerade die, die Spielflächen haben, Darkrooms haben, die eben nicht öffnen können aus Corona-bedingten Gründen und müssen jetzt Soforthilfen beantragen. Wir als Verein haben das auch getan und hoffen so, alle über die Runden zu kommen, sodass wir im nächsten Jahr wieder in 2021, genau am 17. und 18. Juli, wieder zwei Tage für euch komplett da sein werden, und zwar möglichst mit allen Bars, Clubs, die es in diesem Jahr auch schon gab und hoffentlich im nächsten Jahr noch geben wird. Warum stehen wir ausgerechnet hier vorne, vor der Stele, die Salome dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg mal gespendet hat? Das ist die sogenannte Regenbogenstele. Und hier ist immer einer der Haupteingänge vom lesbisch-schwulen Stadtfest in den letzten Jahren gewesen und wird auch im nächsten Jahr wieder sein. Und ihr seht, die Straße ist leer, nur Autos, leider kein Stadtfest in diesem Jahr. Aber im nächsten Jahr werden wir hoffentlich wieder für euch da sein können.